mit Eva und mir haben wir auch zwei Anti-Alkoholiker. Das ist eh eine bunte Mischung. Ich bin auch noch Vegetarier, das passt überhaupt nicht zusammen. Oh Gott. Erklär mir den Zusammenhang, Max. Also ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, dass wir diesen Cast so gestalten, dass ich, der Max Rauscher und die liebe Eva einfach die Klappe halten und der liebe Max Ott einfach redet, weil das scheint der Einzige, der fähig genug zu sein, siehst du mal, jetzt fängt schon an. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast zu Oktoberfest 1900 hier beim Titelstammtisch. Wir reden heute über Spezi. Wir reden heute über Spezi, nicht das erste Mal, dass wir über Spezi reden. Aber vielleicht können wir das hinten anstellen und lass uns lieber erstmal über Oktoberfest 1900 reden. Eine neue Eventserie der ARD, die bereits in der ARD lief, die bis Ende des Jahres noch in der ARD-Mediathek zu sehen ist und die ab 1. Oktober unter dem Titel Empire Oktoberfest, Blood and Beer oder so ähnlich bei Netflix läuft. Ja, ich bin es du und euch habe ich ja schon angekündigt, wie ihr heißt, aber ich mache es trotzdem nochmal, weil ich das so gerne mache. Wir haben einmal die Eva dabei. Hallo Eva. Hallo. Dann haben wir, ja, maximal zwei. Einmal, ja, jetzt habe ich ein Problem. Kompliziert. Jetzt, ja. Ich habe einfach die Idee, lass uns doch einfach alle Max nennen und gucken, was passiert. Darf ich Maxine? Ja, ich grüße euch. Ihr dürft mich auch Maximilian nennen oder Rauschi. Auch ein sehr passender Name, da sind wir schon voll beim Thema. Otti und Rauschi. Ja. Also Rauschi finde ich für das Thema eigentlich ganz nett. Ja, Rauschi. Otti und Rauschi. So, ja, genau, der Otti und der Rauschi. Ja, super. Monika Rauschi ist ein sehr lustig. Ja, gut. Wir haben vorher nicht ausgemacht, wer kurz die Handlung zusammenfasst. Deswegen kann ich jetzt wieder wahllos jemanden auspicken und ich merke schon, also ich höre es förmlich, wie ihr zittert, so, oh, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Aber Rauschi, ja? Bitte, erzähl uns doch mal, worum geht es in Oktoberfest 1900? Es ist eine sechsteilige, du sie schon schön nanntest, Eventserie. Jede Folge hat 45 Minuten knapp, also dass sie auch schön ins Stundenprogramm in der ARD reinpasst, in der Werbeunterbrechung oder so, vermute ich. Oder zwischen zwei Blasbergs. Wer weiß das schon. Es geht um den Bierkrieg im Jahr 1900 auf dem Münchner Oktoberfest. Denn ein Preuße kommt, der Herr Planck von der Brauerei Planck aus Nürnberg. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, seit er damals mit seinem Vater einmal über das Oktoberfest gegangen ist, wollte er eine... Als Kind hat er gesagt, hey, ich will mal eine Bierburg hinstellen. Und jetzt ist es soweit, der Planck ist alt und will seine Bierburg hinstellen und damit die Münchner Brauerei Oktoberfest familiäre Situation komplett durcheinanderwürfeln. Denn so eine Bierburg würde bedeuten, dass nicht mehr die Kleinbrauereien die Leute anziehen. Nein, es kommt alles durch die Großbrauerei. So wie es bei einem guten Shakespeare-Stück dann auch ist, sind da ein paar Leute dagegen. Und da zum Beispiel der Deibelbräu von der Familie Hoflinger, gespielt von Martina Gedeck und Francis Fulton Smith und dem Sohn, dessen Namen ich nicht weiß. Klaus Steinbacher, Roman Hoflinger. Roman Hoflinger, dankeschön. Und die versuchen halt, das irgendwie aufzuhalten, haben aber leider Schulden und das nutzt dann der Planck wiederum mit den Mächten anderer Großbierbrauer aus. Und ich meine, man merkt schon, das ist ein ziemliches Hin und Her und jeder gegen jeden. Es geht eigentlich darum, dass der Planck alle umbringt. So. Achtung, Spoiler. Ja, nee, es ist Kabale und Liebe auf dem Oktoberfest. Ja, stimmt. Gut. Mit Romeo ihr, dass, und Julia ein bisschen. Ja. Ja. Glaubt ihr, dass Oktoberfest 1900 so ein bisschen das erzählt, wie der Weg freigemacht wurde für das Oktoberfest, wie wir es heute kennen? Ich denke schon. Also es wurde ja dann auch nach den ersten beiden Folgen auf ARD noch so ein Dokumentationsfilm rausgebracht. Und ja, also so dieses Kommerzialisieren und das Vergrößern und Optimieren, also dass noch mehr Leute saufen können, das war wirklich 1900 definitiv der Fall. Übrigens, der Mann heißt Prank und nicht Planck. Nur, dass wir da dieselbe Sprache sprechen. Planck heißt eine Brauerei aus dem Kaff, aus dem ich komme. Deswegen. Und das nichts mehr Oktoberfest 2020. Es hat nicht, nein, weil es darf ja nur, es kommt zum Beispiel in dieser Geschichte ja auch vor, dass nur München, also dass eine Verordnung erstellt wurde, dass nur Münchner Brauereien auf dem Oktoberfest dann ihr Bier ausschenken, die ja bis heute Bestand hat und auch bis heute ein Politiker. Ja, und auch das Prosit wurde ja von diesem Herrn erfunden, ein konsumanregendes Sammelsurium an Lirum Larum. Wie man es nennen möchte, konsumfreudiges, ja.
Ja, das stimmt. Der Begriff Shakespeare oder der Name Shakespeare wurde gerade eben genannt. Ja. Und gebe ich absolut recht, es erinnert sehr stark an Shakespeare. Allerdings, dafür, dass es halt 1900 spielt, haben sie echt alles versucht, dass diese Serie auf Teufel komm raus irgendwie hip und modern wirkt. Ja. Ja. Liegt an dem Bär, so laut ist ja auch heute auch rum. Das liegt auch an der Musik. Ja, das, wie fandet ihr das, die Musik? Also das, die war ja zum Teil sehr modern. Also es war ja nicht nur bayerische Schlager oder bayerische Blaskapelle. Die Musik ist mir nur einmal aufgefallen. Es war, als dann so eine Coverversion von Lucy in the Sky with Diamonds zu hören war. Ansonsten, ich habe dafür irgendwie kein richtiges Ohr. Und halt der Titelsong, der immer beim Vorspann läuft, von dem hatte ich echt ein paar Tage einen Ohrwurm. Ich fand die Musik mega penetrant, also mich hat sie echt genervt, weil quasi fast jede Drehung und Wendung und jede Emotionalität mit irgendeinem modernen oder so, also die neue bayerische Musik, also so Brassbandermäßig untermalt wurde. Und also mir war es viel zu viel und mich hat es echt genervt, muss ich wirklich sagen. Mich hat eine Sache immer ein bisschen gestört und das war, wenn sie zu dieser Musik oben in der Wirtschaft gefeiert haben. Weil man muss dazu sagen, es gibt ja dann noch so einen Strang, der dann praktisch die Künstler, die bürgerlichen Künstler aus Schwabing irgendwie nach München reinholt und die feiern dann in Giesing, weil da halt Platz ist. Und das war aber keine Musik, die zu der Zeit, glaube ich, gespielt worden, oder? Ja, es war halt eher Balkan-Polka. Okay, gut. Ja. Wobei die Polka als solches, die gibt's schon länger. Also, aber es war halt einfach so ein bisschen, also hier, ich weiß nicht, ob es das nur in München gibt, aber so Jalla-Club-mäßig. Mhm. Also halt einfach Balkan-Polka-Disco, genau. Fandet ihr die Einführung von diesen Künstlercharakteren gelungen oder war das, also ich fand es wirkt ein bisschen gewollt, dass man das halt jetzt auch noch unterbringt, weil es dazu passt, Bildung für alle und so, aber ich glaube, das meinst du die allererste Szene der ersten Folge mit diesen Samoanern? Nein. Allgemein. In Schwabing dann die ganze Künstlerszene dann da zusammenkommt. Also ich fand das gut. Also ich fand das richtig gut, weil das war zeitgleich und Simplicissimus war ja wirklich ein Gegenentwurf zu diesem ganzen bayerisch Getümel. Und dass das sozusagen Gegengewicht ist, das ja dann auch die Familie Hoflinger vollkommen auseinanderbrechen lässt. Also nicht nur das, aber das ist auch ein Faktor, weil der jüngere Sohn, also vom Roman Hoflinger, vom Romeo, sage ich jetzt mal, der hat ja dann latent in der Künstler Gilde erstens sein zeichnerisches Talent, dass er mit Brauen nichts zu tun hat und dass er eben sogar noch homosexuell ist. Das fand ich schön. Das fand ich einen schönen Nebenstrang. Und auch die ganzen Künstler, die da abgebildet wurden und dargestellt wurden, fand ich auch sehr gelungen. Ja, fand ich schön. Fand das Schwulsein auch damals kein Häschen streicheln war, so wer hätte. Mhm. Ja. Ja, wobei ich glaube... Weiter, also weil ich habe ja nur bis Folge 4 geguckt und die anderen Folgen, wurde das dann nochmal aufgegriffen oder kam... Die Frage ist, ob wir spoilern dürfen, weil offiziell kommt ja erst nächsten Mittwoch die Folge 5 und 6 zumindest über den Äther. Ich meine nicht inhaltlich, sondern nur, ob die überhaupt noch vorkommen. In ja. Form. Ja, okay. Ja. Wo ich auch gemerkt habe, dass sie versucht haben, die Serie trotz ihrer Thematik modern zu gestalten, ist beim Schnitt. Weil die meisten Szenen werden relativ schnell abgehandelt, fand ich. Also ich habe mal geguckt, also die längste Szene war so 3-4 Minuten und dann kam schon die nächste. Und das fand ich für diese Thematik auch, ja, es war mal was anderes. Aber es gab Momente, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, Leute, geht mal ein bisschen tiefer in die Szenerie rein und nicht gleich wieder zur nächsten. Ist es euch ähnlich ergangen? Also ich mag das nicht so gern, wenn es so viele Schauplätze gibt, also viele verschiedene Events. Weil ich mag es ganz gern, wenn man so bei ein, zwei Charakteren und Handlungen bleibt und dessen Problematik und Sichtweise, dass man sich da mehr reinfühlen, reinleben kann. Und es hat halt schon sehr oft gewechselt. Aber klar, es hing auch alles ganz gut zusammen. Also es hat dann schon immer mehr auch zusammengepasst und Sinn ergeben, aber
manchmal habe ich mich da schwer getan, aber jetzt nicht sonderlich. Das macht aber dann, nicht sonderlich macht dann, das macht dann aus einem filmischen Charakter, den es haben könnte, allein durch die Erzählung, kannst du so durch den Schnitt halt ganz einfach das komplett zerstören, damit es wieder nach TV aussieht. Und da kannst du noch die besten Kulissen irgendwie bauen und die schönsten Kostüme haben und keine Ahnung, tollsten Kameraeinstellungen, wenn's du dir halt einfach so schnell verschneidest, dann kommt da nie dieses Flair irgendwie auf, weißt du? Und Qualitätsverlust. Entschuldigung. Auch mein Eindruck war, dass aber, was ich glaube ich gewollt war, aber jetzt trotzdem auch fragen wollte, wie ihr das fandet, das hatte so was Theatermäßiges, also es wirkte ja alles sehr kulissenhaft. Und es war ja auch immer diese Großaufnahme von der tatsächlichen Kulisse, also von dem Nachbau, dem, wie nennt man das im Fachjargon? Also vom Set? Kulissen. Ja, die Kulissen. Wo das, wie heißt das denn? Oh Mann, oh Mann. Was hat Architekt noch machen? Das ist ja halt Miniatur. Haus. Und so. Modell. Danke. Ja, gerne. Mann. Zitierte Wort, Modell. Ja. Alzheimer ist gut. Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auf, das war ja in der allerersten Szene. Ist ja, sprechen sie ja über dieses Modell und dass er eben diese riesen Bierhalle dahinstellen will. Mhm. Ich weiß nicht, tausende Leute reinpassen. Und das hat sich ja durch den ganzen Film gezogen, fand ich, dass es immer so eine Modellstimmung auch hatte. Also man hätte das weniger kühl oder weniger bühnenhaft wirken lassen können, aber das war wohl auch Absicht, war mein Gefühl. Also ich hatte halt das Problem, dass die Serie manchmal echt großartig aussah, dass ich wirklich dachte, okay, ich bin jetzt wirklich in München um 1900. Und dann gab es viele Momente, wo ich dachte, das sieht aus, als hätten sie es im Phantasialand aufgenommen. Mhm. Also dass jeden Moment halt diese Fassade so runterkracht und du siehst, dahinter sind halt nur ein paar Bretter aus Sperrholz. Ja, es ist ganz komisch. Also bei der Serie hin und her, das ist eigentlich ist es wie eine Achterbahnfahrt. Mal bist du oben, mal bist du unten. Die wilde Maus, ja. Ja, tatsächlich. Ja, also das kann ich euch auch, vollkommen bin ich bei euch, wie es so schön heißt. Ich habe mir während der Serie gedacht, so ja, zum Beispiel also der Opener, also die Titelei, der Vorspann, hat mich irgendwie an Haus des Geldes erinnert, also einfach nur von der Aufmachung. Dann eben beispielsweise den großen Bösewicht Teil 2, also der Anatol Stifter, hat mich total an Pension Man von Gotham von Netflix erinnert. Und jetzt, wo er auch über die Schnitte und so weiter spricht, ich habe erst nachträglich gelesen, dass eben halt dieser Film ja auf Netflix läuft. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann koproduziert ist oder eben nicht. Aber ich denke schon, es ist für diesen großen Streaming-Markt also schon auch ein bisschen maßgeschneidert worden, habe ich den Eindruck. Blöde Frage. Jetzt hast du ja das Oktoberfest. An sich ist ja eines der deutschen Exportschlager schlechthin, komplett, das Oktoberfest. Ja. Jetzt glaubt ihr, dass das wirklich irgendwie so geplant ist, dass diese Serie vielleicht im Ausland besser ankommen soll als im Inland? Weil ich meine, du hast ja hier im Oktoberfest auch dieses riesige internationale Publikum, das immer wieder reinströmt im Normalfall. Und dass man vielleicht irgendwie an so Serien wie Boardwalk Empire oder sowas anlegt, schon allein vom Titel? Also ich glaube schon, weil als jemand, der jetzt nicht aus Deutschland kommt oder wie ihr aus München, der hört halt Oktoberfest und denkt sich halt cool, große Bierkrüge, Dekolletés und Zuckerwatte und hat da gleich schon so dieses stereotype Bild vor Augen. Und ihr, die ja in München wohnt, wisst halt, was jedes Jahr auf euch zukommt, wenn da, sag ich mal, die Touristen einfallen und irgendwelche Alkoholleichen da liegen. Ja. Das fand ich ganz interessant. Wir haben doch Max Ott, wir haben dieses Jahr diesen Limbo besprochen, diesen One-Take-Film, den sie ja während des Oktoberfest gedreht haben. Richtig. Und da meinte der Regisseur auch, dass es wohl echt schwierig gewesen sein soll. Und das ist halt so. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und Boardwalk Empire ist ein gutes Stichwort, weil ich habe hier dieses offizielle Netflix-Poster zu der Serie und das ist halt eine
astreine Borgward Empire. Oh Gott, echt, wirklich? Ja. Haben sie bloß das Gesicht von Steve Buscemi raus und von Miesel Maticevic mit rein, oder wie? Also vom Schriftzug und so ist das 1:1 Boardwalk Empire. Ich glaube allerdings natürlich, dass Oktoberfest 1900 im Vergleich zu Boardwalk Empire um einiges kleiner ist. Sowieso gab es in der Serie so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, sie versuchen es, aber sie kommen halt nicht ran. Ein Paradebeispiel ist dafür eine Szene, die ganz kleine Referenz war an Der Pate Teil 1. Mhm. Nur halt, wo beim Paten halt ein ganzer Pferdekopf im Bett lag, lag halt dann eine tote Katze neben dem Bett. Ne? Mhm. Ja. Aber ich glaube schon auch, also das, wie gesagt, also ich bin ja auch schon öfters in verschiedenen Ecken der Welt als Tourist gewesen und wenn die erfahren haben, ich komme aus Deutschland, also nicht mal München, war immer FC Bayern, Mercedes, BMW und Porsche und Oktoberfest. Also das ist weltweit, ist das einfach... Kein Kölner Karneval? Also zumindest nicht die Leute, die ich gesehen habe. Der Karneval ist ja in Rio wahrscheinlich. Vielleicht eher, Entschuldigung, oder? Der Kölner Karneval ist auch mega, aber ich denke ja. Ich denke ja. Also das ist für einen internationalen Markt. Ja, ist für einen internationalen Markt, denke ich, einfach geschneidert worden. Ja, aber dann werden sie, wenn sie die Serie gucken und den internationalen Markt und dann schauen sie die Schauspieler an, weil wir ja irgendwann mal zur Figurenzeichnung kommen müssen, dann werden sie wahrscheinlich relativ, also ich glaube, dass die dann maximal eineinhalb Folgen dann durchhalten und dann merken, das, was sie erwartet haben, bekommen sie nicht fertig. Es gab ja auch schon die Kritik von den Bierbrauern, ne? Das ist ein schlechtes Image. Na naja, gut, das ist wieder was anderes, weil die Münchner Bierbrauer, die, wie gesagt. Ja, ich habe das auch hier in Nachrichten verfolgt, also Radionachrichten. Mich hat da ein bisschen geärgert, weil es kommt ja bei jeder Folge wird eingeblendet, beruht auf Tatsachen. Und dann hat der Produzent als Rechtfertigung von der Kritik der Bierwirte und Brauereien auf den Film gesagt, ja, das ist doch eh alles fiktional. Also, da fühle ich mich dann sozusagen auch wieder so ein bisschen auf wackeligen Boden. Also wie viel dokumentarische Vorfälle sind es wirklich, wenn jetzt der Produzent sagt, ja, das ist ja eh alles erfunden. Also das hat mich jetzt in der Nachdiskussion so ein bisschen gestört. Ja. Ich würde sagen, sogar persönlich beleidigt. Na, persönlich habe ich es nicht genommen. Oh Mann. Ja, dass wir von außen gesehen sind, Bayern total das Deutscheste vom Deutschen. Aber jetzt innerhalb Deutschlands finde ich, Bayern am wenigsten Deutsch, oder? Ja, weil ihr Bayern seid. Es ist aber echt immer so, frag mich nicht, wieso die Lederhose und der Seppelhut das Ding sind mit dem Amerikaner, den Deutschen praktisch. Schau dir jede Simpsons-Folge an, wie die Deutschen da aussehen. Das ist also vielleicht einfach am traumatischsten. Man, das behält man irgendwie am ehesten im Kopf. Ja, das ist immer wieder... Haben. Ja, und Obersalzberg. Auch unser König Ludwig, der ja da noch gelebt hat und die Disney-Burg sozusagen erfunden hat, das ist schon einfach ein bisschen Bayern fixiert, ja, definitiv. Ich würde noch mal auf was eingehen, was Eva gerade gemeint hat, nämlich, dass diese Serie sehr viele Handlungsorte und einhergehend damit auch sehr viele Figuren hat. Und ich muss der Eva in der Hinsicht zustimmen, dass ich mir auch dachte, vor allem in den ersten beiden Folgen, wie viele Figuren denn noch. Was wollt ihr noch alles auffahren? Und es gab so ein paar Handlungsebenen, die mich komplett kalt gelassen hat. Also gerade diese Romeo und Julia-Geschichte fand ich total langweilig, zäh erzählt und ja mal gut. Lass sie halt schnackseln oder wie das heißt bei euch. Fand ich am spannendsten an der ganzen Serie. Ja, du bist ja auch Romantikerin. Die Schnatzelei. Was ja. Mathematikerin. Romantikerin. Sag uns noch einmal. Romantik ist die Mathematik der Herzen. Ja. Ach Gott, ist das schön. 2 + 2 ist 4. Ha. 1 + 1 ist 2. Ich glaube, ich Herz möchte mal sehen, wie du, Eva, dann den Vorspann von Pippi Langstrumpf guckst. Okay. Oh Gott. Ich bin Romantikerin, das ist ja lustig. Also, ja, siehst du mal, jeder von uns kriegt seinen Stempel vom Stuhl. Genau. Ja, okay. Ja, ich unterbrochen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob es euch genauso geht wie mir und teilweise Eva, dass ihr ja nicht alle diese Handlungsebenen toll oder gelungen fandet. Gott, aber also wir wissen schon von Eva, dass sie die romantische Handlungsebene mochte. Ja, aber auch dieses Thema mit der Abtreibung und dass sie, wie sie es dann oder ob sie es ihrem Vater sagt und wie sie da verscherbelt wird von ihrem Vater, damit sie irgendwelche Bierbrauer, damit sie halt Geld einbringt und gute Connections macht, wie die Tochter dafür verwendet wird. Also diese ganzen, also, das fand ich
für mich da alles mit reingeschrieben. Was halt oft immer das Problem ist bei vielen Handlungssträngen, ist, dass die meistens dann nicht sonderlich kreativ sind, sondern immer an der Oberfläche bloß bleiben. Und ich glaube, das ist hier irgendwie so das größte Problem. Die Romeo und Julia-Sache, die hast du eigentlich, nach ihrem ersten Treffen hast du das schon vorhersagen können, wie es irgendwie endet, weißt du? Mhm. Und ja, ich finde, am besten war es ja eigentlich immer, wenn sie versucht hat, relativ historientreu zu bleiben. Also auch jetzt, was den Stichpunkt die Künstlerszene und Homosexualität und auch die Sachen, weiß man jetzt als Münchner, dass ja manche Stadtteile damals noch einen anderen Ruf hatten als heute. Und ja, meine Katze dreht gerade komplett am Rad. Das interessiert mich jetzt zum Beispiel auch. Ja, nicht, dass die jetzt ermordet neben deinem Bett liegt. Nee, bitte nicht. Ja. Geht mir auch so. Also ist in der Nachschau betrachtet, also die Momente, wo es dann um wirklich vermutlich tatsächliche historische Sachen ging, das fand ich viel spannender als die persönlichen Entwicklungen der einzelnen Figuren, sage ich jetzt mal. Ja. Also am interessantesten angelegt war die Colina Kandel, also die ja dann als Anstandsdame angeheuert hat und dann eben halt um ihre Moral und ihr Wertesystem zu retten, dann doch wieder als Biermadel, also als Kellnerin angeheuert hat. Die fand ich als Figur, sage ich jetzt mal, also rein wie sie geschrieben war, eigentlich am interessantesten, am verfolgenswertesten. Aber irgendwie hat mich die Frau Hopmeier so ein bisschen, also die Schauspielerin, ein bisschen genervt, aber meistens, wenn sie dann noch gesungen hat. Aber das ist eine ganz individuelle, individuelle Äußerung. Nicht ja, mit total der Musik in dieser Serie. Ja. Also da muss ich, kann ich gut einhaken, weil ich fand, Brigitte Hopmeier als Colina Kandel war für mich die beste Darstellerin, Darsteller der gesamten Serie. Mhm. Wir können ja eh mal auf die Figuren eingehen, finde ich. Das finde ich eh sehr spannend. Ja, super. Ja, du bist ein Profi. Ich wollte halt mit was Positivem anfangen und da fällt mir halt hauptsächlich diese Brigitte Hopmeier ein, weil die anderen Darsteller oder Figuren sind alles, also fast allesamt okay gespielt. Da war jetzt nichts dabei, was mich total begeistert hat und es gab halt bis auf eine Ausnahme auch niemanden, wo ich gesagt habe, so, boah, nee, das war nix. Wollen wir direkt zu dem einkommen, wo ich sage, Leute, habt ihr es verkackt oder wollt ihr noch ein bisschen loben vorher? Loben wir doch ein bisschen. Ich würde nämlich die Brigitte Hopmeier auch loben. Vor allem habe ich an der Figur gemocht. Das ist so irgendwie die einzige, wenn es eine Staffel 2 geben sollte, von der ich mehr irgendwie sehen wollte, weil die hat so eine Energie, die hat irgendwie, keine Ahnung, eine interessante Background-Story mit ihrem Mann und dem Kind und dann hatte die so diese, keine Ahnung, Suffragetten-Power irgendwo, um dann mal den ganzen Laden ein bisschen aufzumischen. Bei den anderen Figuren weiß ich nicht, wie viel Lob das ich da verteilen kann. Ich würde gern gleich zum Mobbing dann, also ich wäre bereit für Mobbing dann. Aber ich möchte das mit der Romantikerin zurückziehen. Ich bin bereit für Mobbing. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Bully Eva, du bist dran. Was willst du denn der Serie ankreiden, darstellerisch? Vielleicht da einhaken, wo du gemeint hast, dass du eine Figur nicht so geil fandest. Also ich fand einen auch echt, also schon, der ist sehr krass, der ist schon nah an der Albernheit. Das war schon grenzwertig. Also der war so drüber übergespielt, so, als würde er echt jetzt Pantomime machen oder so. Redest du etwa über den Anatol Stifter? Ja, dieser Hauptmafia, der Böse, der dann Clara heiraten wollte, oder? Ja, genau. Der hat genervt. Ja. Und wisst ihr, was schön ist? Er heißt auch Maximilian. Ist das nicht toll? Das ist toll. Der wird aber er ist von allen Maximilians, die heute hier genannt werden, nur der drittbeste. Er weiß, dass alle Bayern Max heißen, oder? Ja, ich fand mich hat genervt, also ich weiß, dass der Maximilian Brückner, so heißt der Schauspieler, auch durchaus sozusagen moderater und differenzierter spielen kann, aber mich hat diese ganze Figur, wie sie angelegt wurde, und das kann die schauspielerische Interpretation, aber vielleicht auch die Regie sein, so 1:1 an den Penguin Man aus Gotham von Netflix erinnert. Also das ist von den ganzen Bewegungen und so weiter, war das für mich immer der Penguin, ja, also definitiv, also 1:1. Hat er immer Fischköpfe gegessen? Sehr komisch. Ja, hat er in dem Fall nicht, aber
auch wo er da in der Kirche da dann irgendwie seine Zigarette raucht und so weiter. Ah nee, auch diese Affinität zu seiner Mutter und so weiter. Also das war so, ja. Also es fehlte halt bei ihm jedes Mal, wenn er irgendwas sagt, fehlte eigentlich noch, dass er danach noch so das fehlte halt noch. Ne? Die Katze auf dem Schoß hat noch die da gibt's bestimmt noch die Director's Cut Version, da wird es dann alles noch ausgeführt, ja, definitiv. Ja. Gargamel mit den Schlümpfen. Stimmt, Gargamel finde ich super. Ja, Gargamel, passt. Das geht's doch jetzt gar nicht, Max. Oder halt Pinky ohne Brain. Schlümpfe reden. Ja, das ist auch ein bisschen Schlumpfhausen, du hast schon recht, ja. Ja, mit der Kulisse und so, ja. Ja, also der Brauerschlumpf und der Künstlerschlumpf und. Ja, Männerlastig. Ja, also ich war tatsächlich sehr überrascht über seine Leistung, weil ich ihn halt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, das ist gar nicht so lange her, halt in diesem Film gesehen habe, Das schönste Paar mit Luisa Heyer. Und da hat er auch grandios gespielt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht wirklich ein Regiefehler war. Also für mich war es halt ein Fehler, weil diese Figur, ich konnte die nicht ernst nehmen. Jede Szene, in der drin war, vergiss es. Konnte das nicht ernst nehmen, komplett. Das Problem war nur, es fehlte halt noch so dieses letzte Fitzelchen, dass es halt richtig komisch wirkte. Weil dann hätte ich Spaß gehabt. Wo war es nur nervig? Ja, der war halt so auf der Skala so nur 8 von 10 überzeichnet, weißt du? Ja. Aber in einer Komödie hätte es gepasst oder so. Aber ja, da war aber halt nicht lustig. Und ich meine, ich kenne den halt aus der Serie Hinderfing. Ich weiß nicht, ob die jemand schon gesehen hat. Die gibt es auch auf Netflix, glaube ich. Und da spielt er halt einen korrupten Bürgermeister. Also sprich, von der Figur her relativ, sage ich mal, da hätte man schon Parallelen finden können. Und da spielt er auch, ich würde sagen, da findet er eine gute Balance zwischen überzeichnet, komödiantisch und doch ernst. Und die hat er halt da überhaupt nicht bekommen. Vielleicht liegt es aber an den blöden Kostümen oder wenn du so eine Person einfach ins Jahr 1900 setzt, dann wirkt es irgendwie deppert. Einfach nicht sein Style. Ich muss ja auch sagen, dass dieser andere, der Prälat oder ne, wie hieß er, der Stadt... Logauer. Der Urban. Der Urban, der Mann, der praktisch die Bierzelte, genau, die Lizenzen vergab, der hat immer, wenn die nebeneinander waren, habe ich gedacht, das ist echt dick und doof. Oder die sehen halt so unglaublich. Die haben wirklich verkleidet ausgesehen. Oh Mann. Wie man dann so in diese Zeit findet, das hat dann auch verschiedene Aspekte, wie das funktioniert. Also was ich immer ganz lustig finde, aber es ist jetzt so ein persönliches. Eine Short Story, dass ich immer mal wieder denke, jetzt holt er gleich sein Handy und guckt drauf. Und man dann super. Ja, und dann denkt man, ah nee, gab es ja gar keine Handys oder ganz wenige. Also. Ja, es gab ganz wenige Handys. Also, du hast vollkommen recht. Die hatten nur die oberen 10. Ja, die hatten nur Tablets, genau. Ja. Also ich würde diese Denkfehler, jetzt will ich es auch nicht den Regisseur verantwortlich machen. Dass nee. Da immer einer im Computer mit dem Laptop hinten saß. Ja, also und die Bierliter also zusammengerechnet hat. Ja. Ich möchte die Serie auch nicht komplett zerlegen, aber ich glaube, es geht uns allen unterschiedlich so, dass wir ein bisschen rauskatapultiert wurden an der einen oder anderen Stelle, ja. Also ja, wo man, ja. Also wie gesagt, wenn du willst, dass die Serie einen fesselt, gab es genug Potenzial, dass die wieder entfesselt wird. Praktisch, die haben immer wieder so ihre Houdini-Parts gehabt, wo sie dann, wie zum Beispiel, es gibt dann einen ziemlich geilen Mord ganz zu Beginn, ja. Ja, aber es ist halt was du sagst, jawohl, öffentlich-rechtliches Fernsehen, glaube ich gar nicht, die trauen sich da was, weißt du, läuft da der Hund mit dem Mormonen rum, mit dem Kopf zu den Mormonen, nicht zu den Mormonen. Mann, es sind immer die Mormonen, ich meine die Samoaner. Ja, die Mormonen aus Mormonien. Ja, die Samoaner waren's. Wo läuft er denn hin? Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, wenn du sowas siehst und dann käme da so eine coole Jack the Ripper-Style-mäßige Kriminalgeschichte mit dazu, das wäre doch super gewesen, vor allem der Icy Gulp als Kriminalhauptkommissar.
Kommissar, fand ich auch stark. Der war super, da habe ich mich gefreut, den mal wieder zu sehen. Ja. Und da hätten wir sehr viel mehr draus machen können, aber irgendwie, keine Ahnung, das war komplett wurscht, dass da der Braumeister vom Deibelbräu von einem Rottweiler den Schädel abgewissen bekommt. Das war so nebensächlich. Neben, aber für den Typ nicht. Das haben die Hunde halt damals gemacht in München. Ah, ja. Ja, ja. Sorry. Glaubt ihr vielleicht, dass die Serie besser wäre, wenn man sie entweder hätte verlängert, also mit 2, 3 Folgen mehr, oder sie vielleicht noch weiter reduziert hätte auf ein paar Folgen weniger? Also ich glaube, ehrlich, verlängern wäre mir lieber gewesen, aber dann bitte noch ein bisschen mehr Charakterstudien zeigen, also wo man zumindest ein paar Dinge auch besser nachvollziehen kann. Also keine, ich finde das so lustig als Begriff Eventserie, also ich weiß auch nicht, finde ich irgendwie mit dem Begriff, der schreckt mich eher ab, aber also man sollte also dazu sagen, eigentlich ist es eine Miniserie, aber die ARD nennt es halt Eventserie, wahrscheinlich, weil das besser auf Postern kommt. Also ich könnte mir üblerweise schon vorstellen, also dieser Cliffhanger, den wir ja aus spoilertechnischen Gründen nicht unbedingt verraten dürfen. Ja, oder doch, was wir müssen es bloß ankündigen. Ah, okay, dann kündigen wir das dann später an. Aber also wenn es blöd läuft, kriegen wir dann Oktoberfest 1901 nachgereicht. Und wenn es ganz blöd läuft, dann kriegen wir dann noch Outtake-Miniserie, also wie zum Beispiel der, wie hieß er nochmal, der Handlanger mit der roten Brille. Der Glogauer. Glogauer, ja. Wie Glogauer zum Glogauer wurde, so Better Call Saul-mäßig. Also, nichts gegen Better Call Saul. Bob Odenkirk. Gut. Also, wenn ihr wirklich noch einen Spoiler-Part machen wollt, dann wäre ich dafür, dass wir jetzt unser Fazit abgeben. Mhm. Ja, können wir damit machen. Dann die Leute, die noch nicht gespoilert werden wollen, hier aufhören können. Ja. Ich danke schon mal im Vorfeld dafür. Ich habe jetzt eine Meinung zu der Serie endlich gefunden. Danke. Das ist nämlich eine Teamarbeit. Welche Punkte vergeben wir heute? Was passt zu Oktoberfest 1900? Naja, Zapfhähne. Zapfhähne. Bierkrüge, Zapfhähne, Brezen. Genau, Wechsel. Wechsel heißen die ja. Wechsel. Dann, wer fängt an? Die fragt, du darfst anfangen, Eva. Ach so. Ja, also noch zu der Frage davor hätte ich noch kurz gesagt, dass ich auch, wenn man das verlängert hätte, hätten sich die Charaktere nicht so oft, hätten nicht so oft ihre Meinung ändern müssen. Dann hätte man das besser nachvollziehen können, wie die dahin leben und fühlen. Ich fand's, ja, für Leute, die das mögen, bestimmt nochmal besser. Ich fand's einfach jetzt nicht so spannend. Also ich fand's jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht vom Schemel gehauen. Das war so ein bisschen egal irgendwie, trotz der ganzen Bemühungen. Was gibt man denn dann da? 2,5, das ist die Mitte. Das ist Gerechtigkeit. Die Demokratie. Das ist, ja, dann gebe ich 2,5 Brezen. Okay, gut. Dann schiebe ich mich mal rein und lasse den beiden Max dann den Schlussakkord des Fazits. Ich bin eher enttäuscht als zufrieden. Ich glaube, rückblickend, dass ich wirklich nur dann immer Spaß hatte und in der Serie drin war, wenn Brigitte Hohmeier was zu tun hatte. Alles andere war mittelmäßig bis eher gescheitert. Und deswegen vergebe ich 2 von 5 Markus Söder. Rauschi, was sagst du? Gott, es gibt 5 Markus Söder. Gott. Ja. Himmel. Nee, ich muss mich da anschließen. Stu, deine Punktevergabe gefällt mir sehr gut. Ich würde mich wahrscheinlich genau zwischen dir und Eva irgendwie einpflanzen. Und vergebe 2,25 Ochsenfetzen. Nein. Okay, dann gebe ich halt 2. 2 Ochsenfetzen Semmeln. 2 Ochsenfetzen. 2,5, ja. Okay. Also Leute, ich hoffe, ihr habt mich noch lieb, aber also unter dem Aspekt, dass es eine reguläre ARD-Serie ist, mit dem Materialaufwand würde ich sagen, es ist knapp über durchschnittlich und durchschnittlich ist ja dann logischerweise eine 2,5. Also ich gebe dem Ding dann 3 Punkte und habe aber genügend Gründe, die anderen 2 Punkte dieser Serie nicht zu geben. Ja, aber ich finde, da sind wir uns relativ einig. Also ja, ist irgendwo zwischen 2 und 3. Wir müssen die nochmal machen und es gibt 10 Punkte und wir müssen es. Kann man, ja. Ja, niemand will 4 Söder haben, glaube ich. Nee.
Gut, Spoilerzeit. Warum? Weil alles nach Spoiler schreit. Hier wurde gerade eben, ich weiß nicht von wem gesagt, dass das Ende offen ist. Ich glaube von dir, Max Ott. Mhm. Ja, ja. Der Max. Das, ja, im Zweifel der Max, genau. Ist interessant, ich habe es anders gesehen. Weil die letzte Szene ist ja, dass dieser Kurt Prank dann in dieser Kapelle steht, wo diese Hochzeit stattfindet. Mhm. Und er dieses Outfit von dem Glogauer anhat, den er jetzt kurz zuvor ermordet hat. Und ich habe das eher metaphorisch gelesen, diese Szene, weil dieser Glogauer stand hier in der Serie immer für Tod, ja, für Leid. Und dass der Kurt Prank jetzt durch seine Taten quasi jetzt zum ja, personifizierten Bösen geworden ist. Weil der Kurt Prank ja trotz all den Sachen, die er getan und den Auftrag gegeben hat, ja mit vielen Sachen nicht einverstanden war. Zum Beispiel, dass der Glogauer diesen Brauereichef am Anfang, aber am Ende der ersten Folge umbringt. Das war ja gar nicht sein Ziel. Nee. Und ich habe es einfach so jetzt gelesen, dass dieses Outfit dieses Glogauers bedeuten soll, dass quasi ja seine Seele in der Hölle schmort, um es mal ganz pathetisch auszudrücken. Und dass, dass er halt nicht mehr gerettet werden kann. Das so. Jetzt hier. Und das ist wirklich ein Ende. Also für mich ist es gerade ein Opener für wie geht's weiter, weil also der Prank ja weiß, dass er 1901 wirklich wahrscheinlich nicht dorthin darf, aber es gibt ja die Liaison von seiner Tochter mit dem Hoflinger-Sohn. Die haben ja auch ein wirtschaftliches Abkommen gemacht, das gilt ja, also diese internationale Expansion. Und dass er jetzt sozusagen zu all seinen Missetaten steht, also der Prank als solches, also sich als wirklich offensichtlicher Mensch, der über Leichen geht oder über Leichen gehen lässt, manifestiert, ist für mich eigentlich so eine Art offenes Ende. Also dass der also ich gebe dir recht, das Ende ist ja nicht, das ist kein richtiger Abschluss, ne? Ja, ja. Aber ich hatte nicht das Gefühl danach, dass es mir suggeriert, hey, zweite Staffel kommt. Das wollte ich damit sagen. Okay. So ein bisschen wie das Ende von Inception zum Beispiel. Du weißt nicht, ob der Kreisel umfällt, aber letztlich ist es egal. Meinung, ja. Das ist ein schönes Aber das wäre ja dann lustigerweise das einzige Mal in dieser Sendung, dass irgendwie so eine Art Symbolismus aufkäme. Weil normalerweise ist ja alles mit dem Holzhammer. Das stimmt, also, ja. Das ist ja auch Symbolismus mit dem Holzhammer, seien wir ehrlich. Ne? Ja, klar, aber dass du da dann dennoch irgendwie so siehst, dass der seine, dass er sich irgendwie geläutert sieht. Ganz ehrlich, ich hab's ganz so. Nicht, dass er sich geläutert sieht. Nur halt eben, dass es das Symbolbild für mich war ganz klar, dass dieser Kurt Prank jetzt endgültig halt, so blöd es klingt, dem Bösen verfallen ist, weil es da vorher ja immer wieder Momente gab, wo so durchscheinte, dass er zwar so durch seine Ziele rigoros verfolgt, aber halt nicht mit allem zufrieden war. Wie zum Beispiel, dass der Typ ermordet worden ist. Das wollte er ja gar nicht. Sag mal, blöde Frage. Ging es euch eigentlich streckenweise auch so, dass ihr den Oberbösewicht, der eigentlich sein sollte, der Prank, streckenweise sympathischer gefunden habt, als die Leute, die total ungefährlich waren? Weil er so gehadert hat streckenweise, weißt du? Ja, und natürlich, weil er auch diese Vergangenheit hatte. Mhm. Ne? Wobei, eine Sache, wie oft wurde eigentlich dieses verdammte Bild gezeigt, wie diese Zuckerwatte im Matsch schmilzt? Und das ist mein Lieblingsbild. Zuckerwatte, die im Blut schmilzt. Grandios. Ja. Mit Spritzer. Dann wissen wir ja, was wir dir dann zu Weihnachten schenken. Blutwatte. Also ich weiß nicht. Ja, also, die Symbole in der Serie waren eh schwierig, fand ich. Also das war ja sehr anstrengend. Ja, überhaupt. Also die Serie endet ja auch damit, dass, also ich meine, wenn wir jetzt vom Prank ausgehen, der Prank hat ja auch diese Mission gehabt, was man erst in der letzten Folge dann so wirklich gemerkt hat, dass er ja den Mörder seines Vaters auch zur Strecke bringen will, was er ja dann macht am Ende. Wer war der Typ im Rollstuhl? War das der bei dieser ersten Brauereikonferenz auf den Boden gepisst hat? Ja, und dann noch in den Bierkrug neibieselt hat, wo der Prank den dann austrunken hat. Das mag schon sein. Aber das war mir eh too much. Also das war ja dann auch noch in der sechsten Folge auch noch reingepresst. Ja, ja, das wurde ja dann auch noch der Kindsvater von Hobmeiers. Dann haben jetzt noch die Clara
Prank und die Colina Kandel noch ganz schnell. Der Typ ist eingeführt worden und ist dann ganz schnell von der Clara Prank und von der Kandel ermordet worden, dass die eben auch noch tüchtig Dreck am Stecken haben, also blutbefleckte Finger. Der Roman Hoflinger hat dann auch noch ganz schnell seine Mutter in der Psychiatrie sozusagen verkerkert. Der Dings, der Hoflinger Ludwig, der ist gestorben, der hat sich umgebracht, weil das fand ich ja auch so unglaubwürdig mit dem Cinematografen, das dann in das Bierzelt neigfilmt wird, wo also Ludwig Hoflinger gerade mit dem Gustav Analverkehr hat. Und zum Schluss hat ja jeder Dreck am Stecken gehabt, gell? Mal ganz ehrlich gesagt. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, war das damals so einfach machbar, 1900, ja, dass man da einfach so die Kamera aufgebaut hat, da reingefilmt hat, die Lichtverhältnisse waren auch ideal scheinbar. Nein. Und dann konnte man das einfach in diesen Film da reinschneiden. Ich meine, heutzutage kein Problem. Ja? Also Oktoberfest 2020, einfachsten. Aber da ist halt sowas dann kein Skandal mehr. Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Das würde ich gern überprüft wissen. Ja, unbedingt. Ob wirklich 1900 in dem ersten Kino, das überhaupt in Deutschland gezeigt wurde, tatsächlich eine pornografische Szene gedreht und gezeigt wurde. Ach Gott, ja, Himmel. Vielleicht wurde ja in München 1899 die erste GoPro erfunden, wer weiß. Ja, die hat sie nicht durchgesetzt. Ja. Ja. Oh Mann. Oh Gott im Himmel, ja. Nee, also mich hat auch irgendwie genervt, diese Samoana, also dass die einfach mal eingeführt wurden. Das war ja auch nur ein dekoratives Element. Ich würde auch gerne überprüft wissen, ob Samoana am Münchner Flaucher gewohnt haben. Ja, es gab schon immer, also beim Schichtl gibt es ja immer noch diese Monstrositätenschau und ja, im Jahr 1900 war das ja eh, also diese ganzen, dass auch in Zelten irgendwelche Wachsfiguren mit Krankheiten und mit Pest und Cholera und hast du nicht gesehen. Also so diese sich weiden an Cretins und an ganz anderen Völkern, die eigentlich dann eher lächerlich gemacht werden. Also das denke ich schon, ja. Und heute in diesen Monster-Schauen gibt es ja den Preußen zu sehen, oder wie? Ja, ich finde es immer so lustig. Stellt sie dann der Laschet auf die Bühne. Dass allein schon der Prank, bloß weil er aus Nürnberg kommt, dann als Preis beschimpft wird, also das ist natürlich auch wieder... Ja, aber er ist ja ursprünglich aus Berlin. Das sagt er ja einmal. Er ist ja aus Berlin mit seinem Vater und einem Fass Bier zum Oktoberfest. Das muss eine harte Reise gewesen sein, ne? Zwei Männer, ein Fass Bier, ein Bollerwagen und dann runter. Ich glaube, die sind da auf dem Fass so gerollt wie in so alten Western. Natürlich ist es explodiert. Ja. Sind sie die A1 runter? Und sie hatten auch keine Verpflegung außer dieses Bier. Ja, genau. Nee. Und als sie dann ankommen, sind sie einfach strack. Ja. Es ist, glaube ich, die A9, oder? Keine Entschuldigung. Aber ich weiß auch nicht. Also auch dann immer das, wo der Roman Hoflinger und die Clara Prank dann beide auf dem Feld arbeiten und dann halt so in diesen schönen goldenen Weizenfeldern und dann immer irgendwie die Tageszeitung ihnen gebracht wurde, wo natürlich immer auf Seite 1 irgendwie und ein Croissant steht, dass der Ludwig Hoflinger sich rückwärts aus dem Fenster hat fallen lassen. Ich weiß auch nicht. Also das war alles irgendwie so, genau, das waren immer diese Momente, wo es mich immer rausgetragen hat aus der Serie, wo ich einfach gesagt habe, Leute, also das ist nicht... Jetzt das aber du erinnerst mich stimmig. Jetzt echt dran, ganz ehrlich, ich will nicht auf 1,5 Punkte runtergehen, aber dieses Storytelling ist halt auch echt irgendwie, je mehr was vorgelesen bekommt, desto kruder wird's. Wobei es gab eine Sache, die ich echt schön fand, das hatte auch was mit diesem Cinematografen zu tun, sondern einfach, wenn man da sieht, wie die Leute das erste Mal halt dieses, ja, diesen Bewegtbild sehen. Das fand ich schön. Das war eine nette Szene, deswegen rettet sie gerade noch meine 2-Punkte-Wertung, merke ich gerade. Also ich war für jeden etwas dabei. Wobei ich eine Sache echt auch nicht verstehe, ist... Jetzt geht's los. Naja, was heißt verstehen? Es wurde ja nie so diese mega
Sauferei gezeigt, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Weil meistens hast du halt dann bloß immer irgendwie so Leute gesehen, die sich so den letzten Schluck reinkübeln, dann gehen sie raus aus dem Bierzelt und anscheinend Männer damals so waren, die sind torkelnd raus und haben dann dem Nächstbesten, der hin vor die Linse kam, einfach auf die Fresse geschlagen, weil es raus musste. Und heute gehen sie halt zum Kotzen auf den Kotzhügel und legen sich da dann nieder. Ja, oder schon, oder dass auch dauernd das Bier leer war am Anfang, das war ja da in den ersten Folgen. Und gab es eigentlich damals echt so, sag ich mal, Bordellzelte? Du, ich bin zwar alt, aber so alt bin ich nicht. Aber ich denke schon, dass das durchaus im selben Kontext möglich war. Also müsste man mal schauen, also wie stark die Sittenpolizei damals ausgeprägt war. Weil dafür war es mir dann nicht abstoßend genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist das alles relativ romantisiert dargestellt. Naja, man darf nicht komm, also. Mode von den Dirndeln, es geht ja stark in die Richtung. Also es ist ja klar. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt immer noch eine ARD-Serie. Und ich glaube, Netflix hat sich nur die Rechte gesichert. Ich glaube, dass die finanziell wenig in der Produktion selbst mitgemischt haben. Mhm, und ich nehme mal stark an, dass die ARD dann schon gesagt hat, Leute, also blutige Zuckerwatte ist okay und hier eine nackte Frau hier und da ist auch mal ganz nice, aber ansonsten nicht so viel. Stimmt, ganz am Anfang war ja Full Frontal Nudity zu sehen mit der Bewerberin. Hm. Oh ja, ja doch, aber sie hat ihre Scham bedeckt. Ihre Scham bedeckt? Okay. Ich glaube, also wenn du jetzt sagst, sie hat die Scham bedeckt, ich habe gesehen, dass die da rasiert war zwischen den Beinen. Und das ist doch völlig untypisch für diese Zeit. Also jetzt, wo du sagst, ein Punkt nur noch. Also das geht, das ist so. Rasierte Scham geht gar nicht. Bin ich auch dabei. Ja, aber die Vergewaltigungen waren doch ganz realistisch. Ja, aber auch die haben eher so wie Kasperltheater ausgeschaut, finde ich. Bis heute traditionell aufrechterhalten. Also. Ja gut, okay, das ist heutzutage, also ich glaube, eine Vergewaltigung, also wenn man sie schon darstellt, dann kann man sie ruhig auch widerlich darstellen, finde ich. Aber mir ist jetzt zum Beispiel keine Vergewaltigungsszene im Gedächtnis geblieben. Was dann wieder, welche denn? Mit dem fetten Arsch, der sich da als sie gerade in die Bierkrüge spült, sich die Schwangere holt und dann ach da rein. Ach so, ja, aber das ist ja dann auch irgendwie so Kasperl-mäßig dargestellt. Der schnappt sich die und sagt, und dann kommt die Hobmeier und sagt, darf ich auch mitmischen? Und dann haut sie ihm irgendwie so Ding, dann geht er raus und zieht sich an und draußen haut er dem Nächstbesten auf die Fresse. Da hat jetzt im Grunde genommen bloß irgendwie so Bud Spencer. Das war wie so ein Bud Spencer-Dialog. Ja, thematisiert schon, aber das kann man ja dann irgendwie widerlicher darstellen, als es ist. Also ich fand schon widerlich genug. Ja. Ich fand es widerlich genug. Also die ganzen Sexszenen, also auf der Wiesn sowieso. Und Eva, du hast ja die letzten beiden Folgen nicht gesehen, aber wo dann sozusagen der Noch-Ehemann von der Hobmeier eingeführt, ja tatsächlich, er wird eingeführt. Der nimmt ja dann die Hobmeier auch nochmal gescheit her, als familiäre Pflicht. Und also da gerinnt er das erbrochen im Halse. Also ich fand das schon eher abschreckend. Also man halt auch dauernd bedroht fühlen deswegen. Also das war ja, halt lag in der Luft auf jeden Fall als Thema. Boah, ja, ich habe es echt überhaupt nicht so empfunden. Also für mich. Hattest du nicht deinen femininen Tag an dem Tag? Ja, ich würde mich jetzt schon als sehr feminin bezeichnen. Also feminin oder feminist? Nee, ich würde sagen, also dass ich normalerweise schon Empathie auch für das andere Geschlecht dann habe und wie sich das andere Geschlecht dann fühlt in manchen Situationen, aber ist mir bewusst, deswegen sage ich, du hattest vielleicht ja. Aber wie gesagt, mir ist das, glaube ich, echt zu, also ich, mir was zu theatralisch dargestellt alles, weißt du, wie ich meine? Mir hat das so dieser grade, Realismus irgendwie. Gerade halt diese gerade eben angesprochene Szene, wo dieser dicke Typ dann die Schwangere dann wegnimmt und dann kommt halt Colina heldenhaft herein, hatte ich auch das Gefühl, dass der Fokus der Szene nicht darauf liegt, halt eben da findet eine Vergewaltigung statt, was natürlich schrecklich ist, darüber müssen wir nicht reden, sondern dass diese Szene nur nochmal dafür da ist, um zu zeigen, wie tough diese Colina Kandel eigentlich ist. Mhm. Mhm.
Ja gut, das war ja dann auch, wo der Streik der Biermadel ausgerufen wurde, das war auch total schlampig, einfach nochmal so in der vorletzten Folge einfach reinbehauptet. Also ich fand eben diese Schlampigkeit der weiteren Entwicklungen und was es dann wirklich für die einzelnen Charaktere für Auswirkungen hat, das fand ich gerade zum Schluss hin, also ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass das vielleicht als Achtteiler gedacht war und dann haben sie gesagt, nee, aus irgendwelchen Gründen machen wir einen Sechsteiler draus, weil vielleicht Corona vor der Tür steht, man weiß es nicht. Also es ist ja so 2019 gedreht worden. Das hätte die Hubmeier ja auch noch viel besser ausspielen können, aber das war immer so, ja, so hastig einfach hingestellt. Hm. Wollen wir mal zum Ende kommen? Ja, unbedingt. Okay. Gut. Gut, dann danke ich euch für eure Meinung, danke euch da draußen fürs Zuhören und sage Tschüss und ihr drei könnt jetzt ausmachen, wenn ihr noch was sagen will. Ja. Ich habe mich gefreut, mit euch einfach nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist und ja, und freue mich auf den nächsten Cast mit einem weiteren Serie oder Film, was auch immer die Filmlandschaft ausspuckt die nächsten Monate. Dann, wie immer ein Genuss. Und jetzt sage ich tatsächlich Servus. So, das muss aber auch reichen. Für Gott. Auch das.